Im Juni 1955 trat ich meine erste Fahrt auf der Pamir, einem sogenannten P-Liner, nach Südamerika als Schiffsjunge an. Es war ein ganz besonderes Ereignis für mich, als am 7. September die Peking, ein Schwesternschiff der Pamir, nach Hamburg zurückkehrte. Packt eure Sachen. Ihr seid bis morgen um 11 Uhr in Hamburg auf der Pamir. Verstanden? In meinem Seefahrtsbuch hieß es lapidar: Arndt hat am Vorausbildungslehrgang 2 Monate und 8 Tage mit Erfolg teilgenommen. Gezeichnet Kapitän. Thank you.
An diesen Tage reisten alle Besatzungsmitglieder an. Von der Stammbesatzung, die schon die Südamerika-Reise vom Februar bis zum Juni 1955 mitgemacht hatte, kamen die Landgänger oder Kurzurlauber zurück. Manche wussten schon seit vielen Wochen, dass sie auf der Pamir fahren würden, während für mich bis vor kurzem eine zweijährige Heuer auf einem Küstenmotorschiff um Kuba herum in Aussicht gestanden hatte. Kuba Libre und Cha-Cha-Cha hätten mich sicherlich schnell zu einem richtigen Seemann gemacht. Ganz locker soll das Leben in Havanna sein. Die Aussicht darauf war futsch. Für einen 16-Jährigen war die Pamir dann doch irgendwie solide. Und ein großer Traum ohnehin. Bald darauf waren die Neulinge von diversen Schiffsjungschulen beisammen. Immerhin 4 Dutzend. Die übrige Besatzung summierte sich zu weiteren 3 Dutzend Mann. Es wurde viel erklärt und man verstand immer nur Bahnhof. Schließlich lag man in der Hängematte. Und wenn man müde ist, schläft man auch mit krummem Kreuz ganz tief. Die Zeit bis zum Ausladen war hektisch. Plötzlich war man in eine der 4 Wachen eingeteilt. Eine Wache, 1 Dutzend Azubis. Je 2 Wachen wurden im Achterschiff in einem Raum auf Backbord und einem Raum auf Steuerbord untergebracht. Es waren die Schlafräume, die ohne Hängematten die Tageswohnquartiere waren. Entlang der Innenwände waren Kleinschränke angebracht, von denen man einen für alles, also alle Klamotten waren darin unterzubringen, bekam. Und für den Wohnkomfort holte man Tische und Bänke, Tapeziertischdesign von der Decke. Hier werden wir auch speisen. Für alles war wenig Zeit. Alle fieberten dem Auslaufen entgegen. Die Ladung war schon an Bord. Kohle nach Brasilien. Noch musste dies und das geschleppt und verstaut werden, bis es endlich hieß, Leinen los, vorne und achtern. Lots und Schlepper brachten uns in Sichtweite der Landungsbrücken. Von dort wurde fleißig gewunken. Wir winkten und tuteten zurück. Bis hinter Wedel ging das so. So etwas Aufregendes kann seekrank machen. Bei Glückstadt, nach gerade mal 4 Stunden Seereise auf der Elbe, kotzte ich zum Gotts Erbarmen unter Deck in eine stille Ecke. Mit großem Eifer beseitigte ich die Spuren in aller Eile, um vorhersehbare Kommentare der anderen zu vermeiden. Die Planken, die lachen können, sind aus afrikanischem Tickholz. Wenn sie fast weiß gescheuert und im honighellen, Bernstein leuchtenden Leinöl konserviert sind, strahlen und lächeln die Schiffsdecks. Nur meinetwegen hätten sie weder das eine noch das andere tun müssen. Denn das hieß scheuern, scheuern und nochmal scheuern, bis man sich ganz bescheuert fühlte. Nach dem Sturm vor dem englischen Kanal hatten wir 2 Tage lang wie die Irren Segel ausgewechselt. Und nun auf der Höhe von Kap Finisterre und Lissabon ging es auch noch los mit der Decksüberholung. Am Anfang stand Deckwaschen, obwohl wir das schon x-mal in Bremen und Bremerhaven gemacht hatten. Und seitdem über viele Stunden hinweg Brecher auf Brecher über die Decks gedonnert waren. Die Schiffsführung zeigte sich unbeeindruckt. In wenigen Tagen ist Weihnachten, dann müssen wir glänzen. Für wen hätte man fragen können? Erwarten die den Weihnachtsmann? Zunächst wurde das Deck mit Besen angegriffen. 5 bis 8 Mann in einer Längsreihe ausgerichtet, jeder mit einem Besen ausgerüstet, davor ein Matrose mit Wasserschlauch.
Das Ganze nun rechts, links und einen kleinen Schritt vor, dann wieder rechts, links und einen kleinen Schritt vor und so weiter. Thank you.
Thank you.